Ich grüße euch. Ich verfolge auch etwas andere Ideen. Zum Beispiel habe ich hier eine Wand ohne irgendeine Öffnung. Ich verwende jetzt dieses Probier-GTL mit dem Wand-Add-on. Planung, Planungsextras, Wandzubehör und Wand-Add-on. Okay, wo soll es sein? Hier. So, wenn ich das jetzt öffne, dann habe ich hier einen Körper, der automatisch so dick gemacht wird, wie die Wand auch ist. Man sieht es hier innen auch. So, und jetzt kann ich natürlich diese Wand mit dem Solidelemente-Befehl von dem Ding abziehen. Also Planung, Solidelemente-Befehle als Ziel, das Teil als Operator, Abzug ausführen. Und jetzt kann ich diese Größen hier sehr leicht ändern und zusätzliche hinzufügen, wie mir es gerade gefällt, und zueinander anpassen. Man sieht hier heroben, schaut das Zeug schon raus. So. Ja, das war's nicht. Zurück. Ich wollte es nur so ein bisschen zeigen, dass das dann sehr, sehr einfach ist, solche Dinge herzustellen. Und zueinander in Beziehung zu setzen. Man könnte da natürlich auch vollkommen andere Dinge jetzt damit machen, aber was auffällt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier das drüber rausschauen lasse, sieht man natürlich die Randlinien. Jetzt kann ich hergehen, okay, ich kann eine Gruppe draus machen. Ich mache das mal. 3D-Skript. Ich sage, okay, ich gebe die Gruppe Öffnungen wieder rein und verwende jetzt diese Randlinien entfernen Sache. Störung S. Dann gehe ich wieder ins 3D. Dann sind die Linien natürlich weg, die könnte ich jetzt noch wieder manuell hinzunehmen. Das Problem ist, man sieht es immer noch. Das heißt, obwohl ich jetzt hier für das Teil, Störung hat das T, Abbruch, Luftschicht vertikal verwendet habe, diese hier, Luftschicht vertikal, und mir kurz im Baumaterial anschaue, Luftschicht vertikal, unsichtbar. Schauen wir unsichtbar an. Unsichtbar ist hier wirklich alles auf Null gestellt. Und trotzdem, hier sieht man es nicht, weil das die Renderung ist, aber Hardwarebeschleunigung auch nicht. Aber trotzdem sehe ich es draußen. Das heißt, wenn ich diese Funktion jetzt verwenden würde, um zum Beispiel Fenster oder Türen zu gestalten mit Hilfe des Add-ons, die jetzt unabhängig von der normalen Fensterkonstruktion sind, dann mal schauen, wie es in 2D ausschaut. Hier sehe ich nichts. Ich gehe noch mal ins 3D. Klicken 3D und das T und sage okay. Ich mache das nicht. So, jetzt habe ich wieder Linien. In 2D sehe ich es erst. Ich könnte es in 2D einfach diese Sachen übermalen. Das wäre keine große Sache. Also mit der gleichen Berechnung die Öffnungen berechnen und das übermalen und bekäme eine normale Fensterdarstellung in 2D. Ich könnte das jetzt sogar noch mit dem Meterschnitt kombinieren. Also es würde dann äquivalent zu der normalen Fensterkonstruktion würde das dann funktionieren. Und hätte eben den Vorteil, dass man über eine Wand gemeinsam alle Fensterparameter bis auf die Größe komplett einstellen kann. Aber wie gesagt, es funktioniert nicht tausendprozentig, weil es eben diese Sichtbarkeitsanpassung gibt. Die müsste eigentlich Optionen, Arbeitsumgebung nennen. Projektpräferenzen.
Lageeinstellungen, Raumflächen, Bemaßungseinstellungen, Regeln und Standards. Also man müsste das wahrscheinlich irgendwo einstellen können. Ich finde es jetzt nicht, ich brauche das praktisch nie. Dass das trotzdem komplett durchsichtig ist oder weiß-weiß ist und nicht doch noch sichtbar. Jedenfalls, das ist einfach so eine Idee, wo man dann die Tiefen der Nischen einstellen könnte, die Lage auch in der Z-Achse, also in der Y-Achse in diesem Fall, hin und her schieben könnte. Es hätte einfach andere Möglichkeiten als das Fenster. Es würde sich wahrscheinlich auch in diesem Fall auszahlen, sich damit ein wenig zu beschäftigen. Ich habe das jetzt mal mir für ja, 20 Zeilen, also 20 Öffnungen gemacht. Geht eigentlich relativ einfach. Ich suche mir einen Lage-Hotspot 20 Mal. Dann frage ich ab, ob der Lage-Hotspot in der X-Richtung geändert wurde. Wenn ja, dann schieb die Größen-Hotspots an die Lage, wo ich sie hingeschoben habe. Wenn ich das habe, kann ich dann einfach einen Block reingeben mit diesen Maßen und der Wanddicke. Ja, und das ist einfach nur die Randlinienentfernmethode. Das heißt, die Gruppe sozusagen einfach dann überschreibe ohne Randlinien. Replace Pen 0. Gut. 2D-Skript, ja, gibt es momentan nur das drinnen. Das andere habe ich mal drinnen gelassen, dass ich Vorlagen habe. Also einfach nur eine Idee, die man für verschiedene Anwendungen weiterentwickeln könnte. Gut, ich wünsche euch alles Gute. Grüße aus Salzburg und bleibt gesund.